wunderschönen guten Abend. Ich habe hier wieder mal was ganz Süßes, was Lustiges. Und zwar ist das Samenkonfetti. Da sind in diesen kleinen Blumen, ihr kennt das sicherlich von Samenbändern, wenn ihr gärtnert, dann kennt ihr euch ja mit solchen Sämereien aus. Da gibt es doch manchmal direkt Samen, zum Beispiel Radieschen, auf so ein Band. Da sind gleich die, das legt man, da legt man das ganze Band in die Erde rein, in die Furche, die man gezogen hat. Und da sind gleich die richtigen Abstände und die richtigen Mengen an Samenkörnern pro Zentimeter oder pro 10 Zentimeter, wie das auch immer die Abstände da sein müssen. Ja, und dasselbe Prinzip sind diese kleinen Blümchen, nur dass da Sommerblumen drin sind. Kann ja mal gucken gegen das Licht, ob ihr was sehen könnt hier. Na? Da sind kleine Beulen, aber ich glaube, mein Licht hier von der Kamera stört. Aha, jetzt kann man es sehen. Da sind sie versteckt, die Körnchen. Und so ist das durchweg bei allen Blüten. Da ist überall ein bisschen was drin. Man kann es fühlen, man kann es sehen. Ja, mein Gedanke dabei ist, erstmal finde ich die Idee super toll. Finde ich richtig schön. Ja, da kann man ganz toll was streuseln, aber man kann eben auch mit Kindern was unternehmen. Mit den Kindern rausgehen in die Natur. Huch, ich muss wieder runtergehen, damit ihr auch seht, was ich hier habe. Da kann man mit den Kindern in die Natur rausgehen und das verteilen. Oder man kann es auf dem Gartengrundstück verteilen. Oder wie auch immer, irgendwo gibt es immer ein Plätzchen, wo man es lassen kann, dass es gedeihen kann. Und mein Gedanke ist ja, wir machen ja jedes Jahr einen Familien-Osterspaziergang und da sollen die verteilt werden. Da kriegen die Kinder so ein Pieker in die Hand, dass sie ein kleines Löchlein in die Erde drücken können, eine Blüte rein, bisschen Sand drüber. Ich möchte das nicht offen liegen lassen, aus dem einfachen Grund, weil die irgendwie sehr lustig und einladend aussehen und es kann passieren, dass da andere Kinder dann Ostern auch spazieren gehen und sehen, die liegen und sammeln die ein. Ohne zu wissen, was das ist, sammeln sie sie einfach ein. Sowas gibt es ja. Kinder sind nun mal Kinder und die gucken nach sowas Buntes und sowas Niedliches. Und später schmeißen sie es weg, da wo es vielleicht nicht gedeihen kann, wo es nicht kultivieren kann. Und darum ein bisschen abgedeckt mit Erde. Und ein bisschen was will ich auf dem Grundstück natürlich auch lassen. Aber das sind ja genug Blüten, da haben wir alle was von. Aber auf jeden Fall finde ich, ist es an Ostern ein schönes Ritual, wenn wir das dann verteilen, wenn wir das dann machen. Da haben die Kinder gleich was Besonderes wieder. Und dann warten wir ab, was daraus wird. Da haben die Bienen was von. Bei uns sind ganz viele Hummeln, die auch sehr viel Nektar wegtragen. Das sind nicht bloß die Bienen bei uns. Ja, und Wespen natürlich auch, aber die gehen lieber ans Obst. Das wird schön und wenn die nachher ausgeblüht sind und die Bienen und Hummeln alles weggetragen haben, was sie nur tragen konnten, dann bilden diese Blütendolden Samen aus. Ja, die kriegen dann wieder ihre eigenen Samen und dann kommen die Vögel. Wir wohnen nahe am Naturschutzgebiet. Eigentlich wohnen wir am Rande des Naturschutzgebietes und bei uns tummeln sich unheimlich viele schöne Wildtiere rum. Wie gesagt, die Bienen, Wespen, Hornissen, Hummeln, sowas haben wir alles. Ja, das möchte sicherlich keiner haben. Vor allem mit den Hornissen ist das nicht so einfach. Aber die Vögel, da sind so viele Arten und die kommen alle und picken Körner und so. Und die freuen sich dann natürlich auch über diese Samenkörner, die dort drin sind. Die fressen sie dann auch weg. Und somit haben wir dann vielen Tieren gleich eine Freude damit getan. Hier sollen Samen von, ich lese das mal kurz beim Händler ab, von Chrysanthemen, Sommerazaleen, Löwenmäulchen, Schleierkraut, Duftsteinrich, Petunie, Mittagsblume und vieles mehr. Ja, und vieles mehr weiß ich nicht, was das bedeutet, aber und vieles mehr sagt ja, hier ist noch mehr zu holen. Und darum bin ich schon mal sehr gespannt, was da alles draus wachsen wird. Und ja, und wenn ich dann nachher wirklich so Blütenerfolge habe und da kleine Pflänzchen kommen, mache ich noch ein paar Fotos. Dann kann ich ja später immer noch in die Rezension mit dazu tun. Die kann man ja jederzeit bearbeiten. Ach ja, das mache ich auf jeden Fall und zeige euch dann, was daraus geworden ist. Bis dahin finde ich es jedenfalls eine ganz tolle Idee. Lass mich überraschen und ich hoffe, dass das auch alles keimfähig ist und dass das keine
überlagerten Samen sind, die nicht mehr keimen. Aber das werden wir ja sehen. Auch das würde ich dann in der Rezension nochmal vermerken. Für den Moment jedenfalls belohne ich diese tolle Idee mit 5 Sternen, weil ich das einfach schön finde und weil ich damit meinen Enkelkindern eine Menge Spaß wieder habe, dass wir da ein bisschen was gemeinsam unternehmen können. Ich finde es toll. Es ist wirklich lobenswert und ja, kann ich nur jedem anderen auch warm ans Herz legen, etwas für unsere Wildtiere zu tun. Die werden es uns danken. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss!